Wunderschönen guten Tag, Köln! Moin! Geht's euch gut? Können wir mal was hören? Das freut mich, das freut mich. Herzlich willkommen natürlich an euch hier auf unserem Nintendo-Stand auf der Gamescom und herzlich willkommen natürlich auch an die Kollegen bei Twitch und jetzt habe ich es endlich gereiht, auch an die Kollegen von YouTube. Zum allerersten Mal streamen wir dieses Mal nicht nur zu Twitch, sondern auch zu YouTube und das freut uns natürlich sehr. Von daher nochmal nachgeholt für all die Tage, wo ich es nicht gemacht habe. Willkommen, willkommen, willkommen. Schön, dass auch ihr dabei seid. So, wie sieht es denn aus? Habt ihr gute Laune soweit? Habt ihr Bock auf richtig gute Matches? Sehr gut. Der ein oder andere hat es vielleicht gerade schon in diesem unscheinbaren Trailer gesehen. Es geht um Super Smash Bros. Das wird jetzt gespielt. Genau. Vielleicht habt ihr es auch schon gesehen. Auch wenn ich viele von euch natürlich hier vor der Bühne immer mal wieder sehe. Hinter der Tribüne, auf der ihr sitzt, ist unser sogenannter Battle Corner. Ja, und da findet die ganzen Tage schon immer ein heißes Gerangel statt in verschiedenen Disziplinen, unter anderem in Splatoon, in Pokémon Tekken, unter anderem morgen noch in Mario Kart und heute steht Super Smash Bros. Auf dem Programm. Und ich habe gehört, da haben sich richtig gute Spieler eingefunden und haben sich in der Qualifikationsphase schon ordentlich auf die Moppe gehauen. Das werden wir gleich im Halbfinale natürlich auch wieder sehen und dann danach ins Finale einsteigen. Ja, aber das kann uns ein Mann natürlich noch viel besser erzählen als ich. Und zwar ist die Rede vom Hochoffiziellen und gleichzeitig auch ein absoluter Smash-Veteran. Bitte begrüßt Ziggy! Hey, grüß dich, mein Lieber. Moin, grüß dich. Komm, wir gehen mal in die Mitte. Geht's dir gut? Mir geht's sehr gut, danke. Sehr gut, ich hab's gerade gesagt. Also, du bist nicht nur Turnierchef jetzt hier von Nintendo, sondern du bist natürlich, und die Smash-Szene weiß das selber, absoluter Smash-Veteran. Ja? Und ja. Bevor ich dich jetzt frage, wie die Qualifikationsphase lief, muss ich dich ganz kurz nur fragen, warum Smash? Versuch's so kurz wie möglich zu sagen. Okay, in der Grundschule, Kumpel hatte eine N64, Smash 64 dabei. Und er so, komm mal mit rüber, lass es mal spielen. Da kämpfen Pikachu und Mario alle gegeneinander. Das musst du unbedingt ausprobieren. Und dieser Zauber hält bis jetzt eben an. Ich finde es einfach nur klasse. Ich liebe es. Kann ich durchaus verstehen. Sehr gut. Dann würde ich sagen, unserem Publikum geht es genauso. Wir schauen mal auf den Turnierbaum, denn da werden wir jetzt gleich sehen, ich glaube, wir sehen ihn hier, wie das Turnier vonstatten geht und dann sagst du uns was zur Qualifikationsphase. Also recht übersichtlich, Spieler 1 gegen Spieler 2, kann man sich Spieler merken. 3 gegen 4. Genau, dreh dich nochmal hier rüber, damit dich auch die Kollegen zu Hause sehen können per Kamera. Also, wie lief die Quali ab? Denn ich habe gerade schon gesagt, da waren die ganze Zeit ja recht bekannte Spieler unter anderem, die sich da auf die Moppe gehauen haben. Ja, das ist richtig. Und zwar, also wer es vom letzten Jahr kennt, da war zum Beispiel Long dabei. Der hat mich auch leider im Finale besiegt. Der hat es zum Beispiel auch geschafft ins Finale. Ziemlich schnell haben sich schon 4 Finalisten finden können. Aber natürlich haben sich noch mehr Leute angestellt. Und die wollten dann schließlich auch einen Platz um den Thron sich erkämpfen. Und deswegen wurde es weiter fortgeführt. Es waren am Ende, ich glaube, 9 Leute. Und da mussten nochmal die untereinander ins Haifischbecken und noch mal klären, wer von den 4 sich auch wirklich eignet, da dann mitmachen zu dürfen. Also es war sehr spannend. Und unter anderem Longo hat es geschafft. Wir sind sehr gespannt, wie er sich schlagen wird. Wir haben auch einen britischen Veteran mit dabei, der ebenfalls sehr, sehr gut spielt. Also das wird eine sehr spannende Geschichte hier. Ich bin gespannt, wie es gleich ablaufen wird. Sag uns noch schnell, wie das Finale läuft. Was spielen wir? Best of 3 wahrscheinlich? Ja, genau richtig. Wie du schon sagtest, ein Best of 3. Das bedeutet, wer zuerst 2 Matches gewinnt, hat das ganze Set gewonnen. Ein Set kann also bis zu 3 Matches bestehen. Und so werden alle Matches ablaufen, auch das finale Match. Gut, mein Lieber, dann würde ich sagen, wir verschwenden nicht zu viel Zeit, denn ich weiß, du musst rüber in den Battle Corner, um das Ganze da wieder zu überwachen und dafür zu sorgen, dass wir gleich in die Preparation-Phase gehen können. Also, großen Applaus bitte nochmal für unseren Offiziellen, Ziggy! Dankeschön. Die liebe Danuta, die ist so nett und macht dir nochmal die Tür auf. Genau. Und die Tür, die werden wir jetzt gleich auch brauchen, denn ich möchte natürlich nicht alleine hier oben auf der Couch sitzen und dieses wunderbare Match auf meinen Schultern haben. Nein,
das überlasse ich den absoluten Profis. Die Rede ist von den bekannten Shoutcastern Olli aka Selebu und natürlich Dorian aka Baconzack. Moin Jungs, euch geht's auch gut? Ja, selbstverständlich. Ich möchte auch nochmal sagen, hallo Gamescom. Wenn der Selebu und ich hier auf der Bühne stehen, dann wisst ihr ganz genau, es geht um Super Smash Brothers! Deswegen habe ich gesagt, dass ich das nicht machen möchte. Also das könnte ich nie im Leben sehr, sehr gut. Und Olli, dir geht's natürlich auch gut. Mir geht's auch super, ja klar. Also für Smash wieder auf der Gamescom zu sein, hat ja so vor 2 Jahren schon angefangen. Da war ich das erste Mal hier für Smash und ja, schöne Tradition. Und ich freue mich jetzt auf die Spieler gleich zu sehen und die Matches. Genau, super. Du, dann würde ich sagen, wenn ich mich nicht täusche, werden wir noch einen Blick darauf werfen, wie man Smash Brothers genau spielt. Und zwar ein sogenanntes How-to-Play. Also für all diejenigen hier draußen, die sagen, Smash Brothers habe ich schon mal irgendwo gesehen. Ich habe nur bislang noch nicht so richtig den Einstieg gefunden. So funktioniert's. So sieht's aus. Super Smash Brothers. Ich freue mich unglaublich auf das Match gleich. Vielen lieben Dank, Danuta. Wasser haben wir auch gerade noch bekommen. Und ich weiß, ihr werdet es brauchen, weil ihr so unfassbar schnell reden könnt. Daher freue ich mich umso mehr. Nicht nur, weil wir geniale Spieler haben und wahrscheinlich geniale Matches sehen werden. Wenn es auch nur 4 an der Zahl sind. Ja, das haut hin. Nee, 3 an der Zahl sind. Das reicht doch schon. Das reicht auch schon, genau. Dann seid ihr wahrscheinlich auch schon K.O. Ja. Genauso wie die Spieler. Ich habe vorhin schon mal gehört, und zwar vom guten Dominik, den werden wir gleich noch kennenlernen. Das ist einer der Spieler, dass er meinte, ich bin schon jetzt fix und alle. Also die ganze Konzentrationsphase vorher, die ganze Aufregung und so, da lastet schon einiges auf den Schultern von den Jungs. Und ihr kennt natürlich auch ein paar von denen. Habt ihr euch im Vorfeld schon so ein bisschen die Matches angeschaut? Ja, also ich bin zwischendurch ein bisschen rumgegangen, habe mal geschaut, habe auch wirklich einige schon sehr, sehr, sehr gute Kämpfe gegeben. Ich bin richtig gespannt. Also das war wirklich alles professionell, was ich da gesehen habe. Ja, ich bin auch sehr gespannt. Wir haben nämlich einen Teilnehmer aus dem Vereinigten Königreich, United Kingdom. Den kenne ich jetzt eigentlich noch nicht, aber hat einen guten Eindruck gemacht. Und ein bekanntes Gesicht ist dabei, auch für Leute, die letztes Jahr hier waren. Denn der Gewinner vom letztjährigen Gamescom-Turnier ist wieder am Start, Longo. Mit seiner Asia-Power. Mit der Asiaten-Power. Und dass die funktioniert, das haben wir übrigens schon bei Pokémon Tekken gesehen. Genau. Da hatten wir nämlich auch einen Kandidaten, das hast du ja auch kommentiert. Ja. Und der meinte ja auch als allererstes, ist reingelaufen, meinte so, ja, hi, also ich werde das Ding hier rocken, weil ich Asiate bin. Und wir schon so, naja, komm, immer kann der Satz auch nicht funktionieren, aber letztlich hat es tatsächlich hingehauen. Ja, richtig. Und dann haben wir auch gesehen nochmal, dass der echte Asiate, nämlich Mr. Morimoto, natürlich auch noch mal gewonnen hat. Also ja, da scheint was dran zu sein. Genau, richtig. So, die hinten, die machen sich natürlich jetzt gerade bereit und dann wollen wir die gleich auch kennenlernen. Bevor wir aber dahin kommen, habt ihr schon so einen geheimen Favoriten? Wahrscheinlich Longo hoch im Kurs? Ja, ist jetzt ein bisschen langweilig, das zu sagen, ne? Aber tatsächlich, Longo ist mein Favorit. Ich würde aber auch nicht schlafen bei dem Jungen aus dem Vereinigten Königreich. Ne? Da bin ich sehr gespannt. Der spielt Olimar. Den sieht man nicht so häufig, aber der ist so ein bisschen komplizierter Gegner. Okay, ich habe vorhin den guten Siggi schon gefragt, warum er Smash so liebt. Deswegen tut's ihm mal gleich und erklärt mir, wie ihr dazu gekommen seid.
Ja, also ich habe Smash Brothers auf dem N64 angefangen damals und bin halt mit der Serie einfach älter geworden und bin damit gewachsen. Und Smash Brothers ist einfach ein Spiel, was wirklich erstmal leicht zu lernen ist, aber richtig schwer zu meistern. Und das ist das Wunderbare daran, weil es da wirklich nur auf den Skill des Spielers ankommt und mit der bunten Charakterauswahl, die Nintendo einem da bietet, ist wirklich für jeden Geschmack was dabei und das ist einfach super. Vielleicht könnt ihr mich nachher ja mal so ein bisschen coachen. Also ich tue mich mega schwer damit. Ich finde, es sieht super gut aus, es macht mega viel Spaß, aber ich habe keine Ahnung, was ich tue. Ja, und deswegen klappt das bislang nur gegen meine Freundin und jeder andere, der gegen mich spielt, hat, glaube ich, echt im Schlaf schon gewonnen. Wie sieht es bei dir aus? Wie bist du da hingekommen? Ja, es war ähnlich, ne? Schon mit dem Nintendo 64, damals noch bei Freunden gespielt, dann hat man sich das irgendwann selbst gekauft und dann auch die ganze Reihe durchgespielt. Brawl war bei mir so ein bisschen der Einstieg, weil ich mit Super Smash Bros. Brawl, also auf der Wii, angefangen habe, zu Turnieren zu gehen. Und da ist so ein bisschen, in Smash hast du ja viele Charaktere aus verschiedenen Spielen, die zusammenkommen. Und auf dem Smash-Turnier hast du halt viele Menschen aus ganz Deutschland. Und wir hatten Holländer, Franzosen, Österreicher, Schweizer. Die sind alle zusammengekommen, weil sie dieses Spiel einfach lieben. Das war für mich so richtig der Kick-Off, also dass das noch viel intensiver wurde. Wenn ihr so Turnierteilnehmer seht, könnt ihr denen schon ansehen, ohne sie kennengelernt zu haben, welchen Charakter sie wahrscheinlich so picken würden? Nicht unbedingt. Also ich finde, das kann man wirklich nicht irgendwie voraussehen. Nein, das ist natürlich nicht ganz ernst gemeint. Nee, aber das ist, nein, das ist, manchmal denkt man aber auch, dass ein Typ von seiner Spielart her, wenn er vielleicht mit einem anderen Charakter spielt, dass er dann vielleicht geneigt ist, einen anderen Charakter zu nehmen. Aber man dann sieht, dass er einen komplett anderen Stil hat beim anderen Charakter, um wirklich eine größere Vielfalt zu haben, um nämlich die Schwächen von dem vorigen Charakter mit dem anderen auskontern zu können. Und das ist wirklich unberechenbar. Ich finde das immer extrem spannend. Habt ihr Lieblingscharaktere, mit denen ihr am liebsten spielt? Ja. Also meiner ist seit Brawl, beziehungsweise eigentlich auch schon seit dem N64 Pikachu. Deshalb ist er auch bei mir hier ganz oben mit auf dem Arm dabei. Oh, das ist mal Liebe. Mein Pikachu. Oh, sehr schön, was du alles da hast. Und, aber das sind auch noch so ein paar Charaktere, die... Das ist eigentlich die beste Antwort auf die Frage eigentlich. Ja, in der Tat. Nicht schlecht. Sind die auch nach deiner in der Reihenfolge so aufgeführt? Nee, wahrscheinlich nicht. Nee, die sind so ein bisschen nach Spiel. Also jetzt, der Villager war natürlich für den neuesten Teil mit dabei. Der erste Mal, oder beziehungsweise Donkey Kong war im Brawl, genauso wie Meta Knight. Und die Ice Climbers im Melee, so der Favorit ein bisschen. Sehr gut. Dorian, wie sieht's bei dir aus? Ich habe jahrelang mit Link gespielt. Hab dann bei Brawl angefangen mit Ike zu spielen, irgendwie immer die Schwertkämpfer. Und jetzt hatte ich bei auf der Wii U halt auch Link, aber dann hat Nintendo mir den größten Herzenswunsch meines Lebens fast erfüllt, als sie tatsächlich Cloud Strife auf Final Fantasy VII in das Spiel integriert haben. Und ich habe im Prinzip mein komplettes Training wieder verworfen und habe Stunden damit verbracht, nur Cloud zu lernen und jetzt ist das mein Main. War dir vollkommen egal, dass du nochmal total von vorne loslegen musst? Weil Cloud. Großer Final Fantasy Fan. Ja, ja. Also sehr schön. Ja, Final Fantasy VII an der Stelle vielleicht kurz erwähnt. Für mich einer meiner absoluten Lieblingstitel. Ja. Aber gut, das sei jetzt mal dahingestellt. Wir bleiben ja für den Moment eher bei Smash. Ja. Also, gleich großartiges Turnier, was wir da sehen werden. Wenn ihr euch jetzt fragt, Mensch, wollten wir nicht ins Turnier einsteigen? Machen wir gleich. Aber hinten muss gerade noch eine Konsole gewechselt werden. Und dementsprechend, weil an der falschen Konsole vorbereitet wurde, wo der Kameramann nicht so gut hinkommt und wir wollen euch natürlich die volle Action geben, wird das da hinten nochmal schnell umgebaut. Und dann können die beiden dann eben dort spielen. Und auf der anderen Konsole hätten wir sonst den Ton nicht gehabt. Und das wäre auch irgendwie ein bisschen uncool gewesen, weil das wäre noch mehr Arbeit für euch gewesen. Dann hättet ihr quatschen müssen und ich hätte immer so, tsch, bumm, so Sachen gemacht. Und das will wirklich niemand. Ich bin der miserabelste Smash-Spieler und Beatboxer zusammen. Von daher bin ich dieser Position einfach nicht gewappnet. Und da muss dann eben die Technik noch mal kurz ein bisschen regeln. An der Stelle vielleicht nochmal so die Frage, geht's euch gut? Braucht ihr was zu trinken oder so? Nö, hier wird der Kopf geschüttelt. Wollt ihr was gewinnen? Ja, es trifft sich gut. Um 17 Uhr haben wir die Hausparty. Also, das könnte ja noch ein bisschen dauern. Dann können wir auf jeden Fall jede Menge Spiele machen. An der Stelle kann ich schon mal ganz kurz ein bisschen Werbung machen, natürlich auch für morgen. Denn wir haben natürlich morgen noch das große Mario Kart Turnier. Ja. Haben wir Mario Kart Fans hier? Hervorragend. Das sieht doch schon mal gut aus. Also wer morgen hier ist, um 14 Uhr, das Mario Kart Turnier. Und auch da, ich glaube schon am Donnerstag, kam einer von den letztjährigen Spielern, genau genommen der Gewinner, zu mir. Und der meinte, der Leo, dass er unbedingt mitmachen will.
wie er denn irgendwie mitmachen könnte. Ich habe gesagt, ja, mein Lieber, auch wenn du gewonnen hast, du musst natürlich trotzdem durch die Quali. Und soweit ich weiß, steht er morgen hier um 10 Uhr parat, um die Qualifikationsspiele mitspielen zu können. Und ich bin mal sehr gespannt, wie das laufen wird. Ich auch. Du wirst natürlich wieder shoutcasten, ja. Und dementsprechend wahrscheinlich, ich glaube, wer ist ja morgen noch dabei? Der Max. Genau, der Max ist noch mit dabei. Also, da darf man gespannt drauf sein. Auch das wird natürlich wieder im Stream übertragen, per Twitch und per YouTube. So, jetzt müssen wir aber doch nochmal auf die Kandidaten zu sprechen kommen, denn die werden wir natürlich gleich noch sehen. Aber wir haben uns im Vorfeld schon ein bisschen erkundigt. Wir haben gerade eben auch schon mal eine Runde gegoogelt, denn den Kollegen aus England, den wollten wir ein bisschen genauer kennenlernen. Wir haben herausgefunden, dass der sich Jarrell nennt, 24 Jahre ist und aus London kommt. Und der spielt schon seit 2001. Und auf die Frage hin, weil wir gehen immer zu den Leuten hin und fragen so, wie bist du eigentlich dazu gekommen und was begeistert dich daran, hat er nur gesagt, also ich liebe Smash über alles, weil einfach so viele Nintendo-Charaktere in diesem Spiel Platz finden und man sich immer wieder mit neuen halt irgendwas was ausdenken kann. Dann haben wir den Dominik, der kommt aus Dortmund, meint, er spielt es ebenfalls schon seit es rauskam, weil es einfach nur Spaß macht, sich mit anderen Leuten zu messen. Und wir haben natürlich noch den guten Longo, den du gerade eben meintest, der ebenfalls schon eine Weile spielt, aber nicht so lange wie unser Kollege aus England. Also ich bin mal gespannt, wie das gleich laufen wird. Und zu guter Letzt haben wir noch den Thomas, aber das werden wir uns gleich noch selber erzählen. Ich würde sagen, um das Ganze so ein bisschen spannender zu machen, während wir warten, schauen wir uns doch mal an, was es zu gewinnen gibt. Was haltet ihr davon? Das ist eine sehr gute Idee. Sehr gut. Also, ich mache mal das von hier hinten, damit ihr das auch sehen könnt. So sieht's aus. Unsere Preise bzw. Trophäen, die ich gerade umschmeiße, für Mario Kart, Super Smash Bros. Genau, so sehen sie aus. Einzig und allein für die Gamescom hergestellt. Und die gilt es also dann gleich zu gewinnen. Hier unten steht das nochmal schön. Super Smash Bros. Turnier auf der Gamescom 2016. Gewinner. Genau. So, die Jungs sind fertig drüben. Die Konsolen sind bereit. Jetzt wollen wir nur noch die Kandidaten sehen. Und das machen wir jetzt genau. So sehen sie aus. Unsere Finalisten. Ich komme aus Wien. Und ich werde gewinnen, weil ich gerne Noob wrecke. Achso. Das war der Thomas. Ja, und ich spiele schon seit 1999. Ich habe immer gerne bei meinem Cousin Smash 64 gespielt. Und ja, ich habe viel Erfahrung und deswegen werde ich gewinnen. Ja, ich bin der Longo, komme aus Koblenz. Und ich gewinne heute hier, weil ich Asiate bin. Mein Name ist Dominik Ostrowski, ich bin 21 Jahre alt, komme aus Dortmund und ich werde gewinnen, weil ich mit meinem Bruder einen sehr guten Partner habe und das Spiel einfach schon sehr lange spiele und dadurch auch sehr gute Erfahrungen habe. Hello guys, my name is Jarrell Jace Boyd. I go by the alias of Jamstar2x. I'm from the United Kingdom in England and I want to win this battle to prove the UK scene should not be slept on. Großen Applaus bitte für unsere Kandidaten! Und ich würde sagen, wir starten mit dem ersten Match gleich und dafür geht es in die Preparation-Phase. Und da machen sich jetzt bereit, eben kennengelernt, Thomas Esau und der gute Long Wang, Longo und die beiden, einer aus Kiel, einer aus Koblenz, spielen beide schon eine gute Weile, waren beide sehr, sehr zuversichtlich. Longo also wieder mit seinem klassischen Satz, ich gewinne, weil ich Asiate bin. Er hat sein Revier markiert. Genau. Und man kann ja nicht viel dagegen sagen. Ne? Wahrscheinlich wird es zumindest für das Spiel ins Finale klappen, weil er wirklich einfach saugut ist. Ja, ich denke auch. Also jetzt ist Longo wirklich einer meiner Favoriten auf jeden Fall. Und natürlich haben wir den Engländer dabei, der, denke ich mal, extrem gut ist. Ich bin gespannt. Also ich will noch nicht zu sehr vorwegnehmen, aber ich glaube, die beiden machen es. Ich glaube, die beiden stehen im Finale. Ich bin sehr gespannt. Er meinte ja auch so gerade, ich mache hier auch mit, um so ein bisschen zu zeigen, dass man die englische Szene, die sollte man nicht außer Acht lassen. Da muss man aufpassen. Ja. Also das Interessante jetzt an dem Match wird auch, dass eigentlich der erste Spieler, der Thomas, der mit Nickname C unterwegs ist, ist eigentlich auch ein Bekannter. Und Long und C, die kennen sich.
Das ist jetzt, keine Ahnung, wie die das geschafft haben. Ich habe nicht alle Vorentscheidungsmatches gesehen. Aber ja, das wird sehr spannend. Da hat trotzdem noch Longo die Oberhand, aber es ist jetzt auch kein ganz unbekannter. Du meinst, es wird nicht extrem einfach für ihn. Also es ist jetzt nicht so, dass er eine volle Klatsche da verteilt. Es ist ja sowieso. Ich meine, der Dominik jetzt zum Beispiel, der, das ist, muss ich jetzt sagen, den kenne ich am wenigsten. Im nächsten Match erst, aber da kann ja auch eine Überraschung kommen. Man muss ja auch mal sagen, die haben es durch die Qualifikation geschafft. Und wir haben am Anfang gehört vom Siggi, dass die doch relativ viele Matches spielen mussten, einfach aus dem Grund, weil sich viele Leute angemeldet haben. Ja. Und da siebt sich das Ganze natürlich schon so ein bisschen aus. Die vier haben es dann letztlich geschafft. Und wir sehen sie jetzt gerade natürlich auch nochmal mit dem wachenden Auge vom Turnierchef. Also da werden natürlich nochmal so ein bisschen die Einstellungen schnell überprüft. Bei Smash, was muss man da machen am Anfang? Belegt man sich nochmal seine Buttons neu oder wie funktioniert das? Ja, also es ist jeder, man kann die Buttons, das Button-Layout kann man komplett anpassen, wie man das möchte. Und jeder Spieler hat da halt seine Vorlieben. Und ich sag mal, wenn man vorher beim Spielen sieht, dass er sich die Buttons umstellt, dann weiß man schon, er weiß, was er da tut. Er weiß, was er da tut und deswegen geht's jetzt auch sofort ins Spiel. Großen Applaus bitte für unser erstes Match zwischen Thomas und Longo. Und ich habe gerade schon gesehen, sehr schön, er hat Cloud genommen. Ja, Longo haben wir letztes Jahr noch auf Rob gesehen, aber genau wie du, seit dem Cloud Release sehr viel Cloud gespielt. Auch, liegt auch ein bisschen daran, es geht jetzt los auf Final Destination. Lag auch ein bisschen daran, dass er gesagt hat, naja, mit Rob komme ich irgendwie nicht weiter, ich habe so ein Plateau erreicht. Ja, also man sieht das schon sehr schön, dass er in die Luft geht, auf jeden Fall. Er versucht, Mario da hochzubekommen, was ich aber ein bisschen eigenartig finde, weil so gut ist Cloud in der Luft eigentlich gar nicht. Er ist eigentlich eher ein Charakter, den man auf dem Boden spielt, richtig? Ja, das Problem ist natürlich, was du sagst, er hat extrem noch Probleme, wieder auf die Stage zurückzukommen. Ja. Was ihn aber in der Luft gut macht, ist die der Luftangriff nach unten, die Down-Air und die Up-Air genauso. Und er hatte schon sein Limit vorbereitet. Ja. Wenn er das Limit hat, sind alle seine Specials noch mal eine Stufe stärker. Das könnte ihm in gewissen Situationen sehr helfen. Er muss aber aufpassen, dass das nicht wieder verliert oder verschwendet. Ja, auf jeden Fall. Größtes Problem ist, wenn man dann zu weit außerhalb der Stage ist, jetzt ist der Kill, das reicht. Ja, ganz klar. Mit Limit und über 158%, das war's. Das ist auch, es gibt ja den Finishing Touch, das ist ja die Spezialattacke nach unten eigentlich. Was eigentlich der krasse Kill-Move ist, aber diese Spezialattacke zur Seite ist eigentlich genauso stark. Ja. Ein bisschen zuverlässiger. Ja, auf jeden Fall. Das Gute ist ja auch, dass man nicht unbedingt sofort unterbrochen wird, wenn man die Attacke ausführt, weil sie aus mehreren Knopfdrücken besteht. Jetzt hat er schon wieder Limit voll. Das geht schon jetzt wieder gefährlich werden. Das geht fix, aber jetzt ist schon bei 104%. Mario hatte zwar schon einen Stock verloren, aber er hat noch nicht so viel. Also er müsste ihn jetzt mal raushauen, ansonsten bekommt er gleich Probleme. Ja, sie hat halt ein bisschen Probleme, jetzt ranzukommen. Okay, der Upsmash war sehr schön, aber... Der war sehr schön. Oh, ja. Er wartet jetzt natürlich an der Kante. Ah, kann vorbei. Sehr schön ausgekontert. Ja, es ist eine gefährliche Situation, auch wenn er nur bei 60% ist. Cloud könnte ihn schon mit dem Finishing Touch killen. Oh! Hier wird der Abi nochmal getroffen. Oh, das war knapp. Habt ihr das gesehen? Er wäre fast selber runtergeflogen durch seinen Abi. Da muss er wirklich aufpassen. Jetzt ist halt C wirklich in der Situation, den Stock muss er sich jetzt holen. Oh, oh, oh! Jetzt sind die Prozente schon fast wieder gleich, aber es ist ein Stock-Unterschied. Es ist ein Stock-Unterschied. Ich weiß nicht, ob er sich aus der Situation jetzt, nach oben bewegen kann. Wurf nach hinten. Reicht noch nicht. Aber jetzt. Aber er setzt nach. Ja, schön gemacht. Ja, sehr schön gemacht. Mit dem Schirm erstmal abgewartet. Ich traue mich ja echt kaum was zu sagen, aber für diejenigen, die es noch nicht mitbekommen haben, auch wenn sie Namen über dem Kopf haben, also Longo als Cloud eben, unser Spieler Nummer 2 und der gute Thomas ist Spieler Nummer 1 mit Mario. Genau. Also Longo hat ja auf jeden Fall jetzt schon stark vorgelegt. Ich weiß nicht, wie Thomas sich da jetzt noch rausmanövrieren möchte. Denn mit 116% und einem Stock, da muss ich ihm jetzt ganz schön zusetzen. Ja, wir müssen noch mal ein paar Kombos sehen, wie das gerade. Also aus den Würfen mit den Abtis hier den Limit verschwendet. Ja, er hat es gerade verschwendet, weil Thomas richtig gut ausgewichen ist, gerade zur Seite. Es könnte natürlich auch die Situation eintreffen, dass wir noch mal einen Meteor sehen von Mario. Oh ja, das wäre natürlich auch sehr geil. Oh, er legt schon wieder den Limit. Ja, Long hat hier sehr viel Zeit, den Limit aufzuladen, während Cindy immer recovern muss. Also auf die Stage zurückgekommen, da auch wieder. Sehr schön, sehr schön. Er hat sich immer noch befreit, Er hat lange den Chip. Ah! Das reicht. Der kam fix. Ja, von Anfang an die Führung in dem Match an sich genommen und mitgenommen. Ne? Ja, hat sich durchgezogen auf jeden Fall. Ja, jetzt bin ich mal gespannt,
Ob wir hier auch einen Charakterwechsel sehen, vielleicht von C, weil von Long hat es sehr gut funktioniert, ja. Cloud. Hat jetzt die Möglichkeit, eben den Charakter nochmal zu wechseln? Wenn er es möchte. Ich glaube, Sigi sagt es ihm gerade auch nochmal. Aber er hatte gerade gefragt, Kopf schütteln. Ja, aber ich glaube, er möchte nicht. Ist aber auch eine schwierige Entscheidung. Ich meine, kann natürlich sein, dass man mit dem anderen Charakter mehr Erfolg hat. Man kann sich da aber selber auch ins Aus befördern, wenn man sich selber verunsichert. Ja, genau. Wenn man sein Vertrauen ein bisschen verliert. Ne? Ja. Man hat ja trotzdem seinen Hauptcharakter, mit dem man am besten ist. Man hat zwar andere, die man auch spielt, aber jetzt sehen wir keinen Wechsel. Aber wir spielen jetzt auf Battlefield. Der hier natürlich deutlich bessere Möglichkeiten bietet, weil einfach die fliegenden Stages da sind. Genau, die Plattform, die natürlich aber auch für Longo Möglichkeiten geben, der ein bisschen größer ist. Mario kann hier aber gut seine Kombos nutzen. Mario hat halt viele Kombos, die den Gegner direkt über sich platzieren. Ja, richtig. Das ist eigentlich für Thomas jetzt eigentlich sehr gut gewirkt, die Stage. Ja, wir sehen hier wieder die leichte Führung. Also so eine starke Führung ist es jetzt noch nicht, aber Long behält die Führung. Bisher noch nicht einmal im Rückstand gewesen. Nee. Ich habe aber auch so das Gefühl, Thomas versucht, jetzt Druck zu machen. Ja, das muss er jetzt auch. Er muss, klar. Er muss jetzt abliefern. Die Frage ist jetzt wieder den aufgeladenen Limit. Jetzt ist da wieder so ein bisschen das Mindgame. So, wann benutzt er ihn? Setzt er ihn jetzt ein? Wartet er noch? Ja. Weil er natürlich auch mal wieder aufpassen muss. Wenn er zu viele Schläge einsteckt, dann verliert er den Limit. Oh, aber Mario jetzt schon wieder bei 99%. Wenn er ihn... Ja! Oh, sehr gut! Sehr gut! Aber das hat ihm... Oh. Verdammt, er hat da gerade so gut abgeblockt, nur um dann von Cloud direkt nochmal zu kassieren. Ja. Oh, und er versucht ihn jetzt umzuhalten. Er hat halt mit seinem Up hat er halt extrem große Reichweite. Ja, auf jeden Fall. Oh, jetzt den Limit sofort mit dem Neutral B. Ja. Oh. Jetzt eine sehr gefährliche Situation für Cloud, aber er macht das gut. Geht ganz besser runter. Eiskalt von hinten erwischt. Longo mit Cloud, er geht gar nicht erst nach unten, er versucht so möglichst von oben wieder auf die Stage zu kommen, damit er eben nicht so leicht mit dem Dreck weg oder mit dem Cape weggeschlagen werden kann. Ja, aber er hat jetzt schon wieder 152%. Also diesmal ist Thomas nicht so weit hinten. Es ist jetzt noch relativ ausgeglichen. Auf jeden Thomas Fall. Kann jetzt noch alles wieder rausreißen. Genau, sobald der Stock an Thomas geht, wird nur noch, okay, 39% Unterschied, aber das ist jetzt keine große Ausnahme. Da ein schöner Slam Dunk, aber leider auch sehr schön gemacht auf die Stage. Gerade. Sehr schön. Aber er hält ihn jetzt wieder an der Kante. Er versucht zumindest. Oh! Ja, kann er sich davon erholen? Wenn er jetzt direkt weg? Nein, er versucht es nicht. Da hat er gut, ausgewichen. Ja, da hat er den mit einem Treffer. Ja, mit nur einem Treffer von der Abbie. Sehr schön. Aber gut, das war der Abbie. Das war der Abbie. Ja, auf jeden Fall. Also, hätte schon früher passieren können jetzt. Aber eigentlich schon. Wenn er jetzt gut rauskommt in diesem Stock, ne? Wir haben jetzt gesehen, 26% hat er direkt schon wieder gemacht. Was nicht verkehrt ist. Hier kommen die Kombos. Oh, sehr schön. Es geht weiter. Nein, leider nicht. Er hätte gerade fast noch mal nachsetzen können. Also extrem knapp hier wieder. Ja. Ja, jetzt ist die Führung vor. Jetzt ist alles offen. Okay, aber dann wieder den Limit auf Cloud-Seiten, der natürlich auch das Spiel immer offen Der ist natürlich gefährlich. Der setzt ihn natürlich auch immer so ein bisschen unter Druck. Weil er nämlich ganz genau weiß, er hat das Limit jetzt voll, dann ist er natürlich auch versucht, den auch einzusetzen. Dadurch hat Cloud immer, der hält das Game damit immer offen, weil er immer eine gute Option hat. Früh den Gegner raushauen. Da ist er! Da ist er! Jawohl! Oh mein Gott! What the fuck? Holy moly! Darauf habe ich gewartet. Oh, war der Slam Dunk. Wie geil war das denn? Wundervoll. Ich habe gerade so ein kleines bisschen Gänsehaut. Oh. Also besser kannst du dich im Spiel nicht zurückhelfen. So muss es sein. Eiskalt erwischt. Ja. Ich habe das nicht kommen sehen gerade. Also Long ist ein erfahrener Turnierspieler, aber auch der wird jetzt erstmal gezittert haben und wird jetzt das zerrt an den Nerven. Jetzt in das dritte Spiel, das ist jetzt das entscheidende Spiel. Er wechselt. Jetzt kommt er wechselt auf Rob. Auf seinen alten Main. Jetzt kommt sein alter Main. Es ist immer noch, man weiß nicht so genau, Cloud oder Rob, es ist immer noch vielleicht Rob der bessere Charakter, wir werden es jetzt sehen. Gleiche Stage, jetzt bin ich richtig gespannt. Man sieht jetzt klar, Longo ist jetzt richtig unter Druck, er hat jetzt seinen alten Main wieder genommen. Ich weiß, also ich bin gespannt, wie sich das jetzt auswirkt. Auf jeden Fall laufen die beiden jetzt auf Hochtouren. Ja, also man sieht, dass er doch wieder gut ins Spiel kommt, nachdem jetzt eigentlich Thomas diesen psychologischen Vorteil gehabt hat. Ja. 80%-0. Ja, das sieht jetzt gerade bitter aus. Sehr bitter. Jetzt hat er den ersten Schaden gemacht, das könnte schon der Abflug. Oh. Das hat noch gereicht. Da macht Longo keine halben Sachen.
Der Wurf nach unten und der Luftangriff nach oben. Seine Traumkombo eigentlich. Ja. Ich glaube, Siggi hat es mal den Burani genannt. Ich hebe ab. Das kann sein. Er muss jetzt kommen. Also das sieht ganz anders aus, leider, als das zweite Match. Obwohl die Stage dieselbe ist. Oh, oh, oh. Ja, hast du es wieder gesehen. Der Throw nach unten und dann die Up-Air. Ja, das ist gefährlich. Er macht auch, aber er hat auch ein gutes. Guck dir das Handling an mit seinem Kreisel. Ja. Er platziert das einfach genau da, wo es sein sehr muss. Sehr gut, setzt auch direkt nach mit dem Laser. Also das ist. Er hat gerade noch versucht, das mit dem Kane abzuwehren, aber das Timing hat nicht gestimmt. Oh, jetzt ist wieder bei 100. Also das Momentum ist jetzt sehr stark gewechselt. Das ist jetzt. Auch hier der Wow! Der Kreisel an der Kante war es. Ich habe ja gesagt, der hat den Kreisel so perfekt geschossen. An der Kante. Krass. Wahnsinn. Das war meisterhaft gerade. Wow. Ja, erstaunlich, erstaunlich. Also erstaunlich, dass er sich nochmal zurückkämpfen eben konnte. Und du hast es gerade schon gesagt, der psychologische Vorteil lag, glaube ich, bei Thomas. Aber da sieht man dann vielleicht auch einfach, dass Longo auch ein erfahrener Turnierspieler ist. Ja, ne? Ja. Seinen Charakter gewählt, mit dem er letztes Mal auch das Turnier gewonnen hat. Und selbst wenn du meintest, er hat so ein bisschen Plateau erreicht, damit hat es dann letztlich dann doch geklappt. Wunderschön gemacht mit den Kreisen. Hervorragend. Also dementsprechend Update des Turnierbaums. Der gute Longo mit der 2. Der kommt jetzt ins Finale. Wir haben es ja fast schon so ein bisschen gedacht, aber es war dann doch einiges spannender, als ich persönlich gedacht habe. Ja, ich auch. Also damit habe ich nicht gerechnet, dass es wirklich so ein knapper Kampf wird. Also das zweite Match war ja jetzt nicht nur entschieden durch diesen, durch den Meteor eben. Es war ja doch noch relativ nah bei den Prozenten. Das hätte auch noch ohne den Meteor klappen können, dass der dritte dann so eindeutig ausging. Ja, das hätte ich auch nicht gedacht. Aber ich glaube, Longo hat sich so gedacht, so, ich nehme jetzt meinen alten Main. Und Thomas wusste so, oh shit, just got serious. Ja. Sein alten Vielleicht hat ihn auch das wieder einmal eingeschüchtert. Ne? Der Wechsel des Charakters, auch für den Gegner dann so, okay, was passiert jetzt? Ja. Obwohl die beiden sich kennen, aber... Aber meint ihr, vielleicht er wollte am Anfang Cloud spielen, damit sein potenzieller Gegner fürs Finale halt nur sein Cloud-Spiel kennt bis dahin? Das kann natürlich sein, müsste man ihn mal fragen. Also das wäre natürlich eine gute Taktik. Dass er sagt so, nee, im Finale habe ich mir was anderes überlegt. Bis dahin lasse ich keinen in meine Karten gucken. Das könnte natürlich jetzt ein Vorteil sein. Das ist sowieso immer so. Spieler 3 und 4 hatten jetzt lange Zeit halt eben die ersten beiden zu studieren, so ein bisschen zu gucken, wie die arbeiten. Und das könnte im Finale natürlich entscheidend sein. Aber wir wollen natürlich erstmal schauen, wer es gleich schafft. So, wir haben gleich das lang ersehnte Match. Und da ist es auch schon zwischen Dominik und Jarrell. So, ich habe schon gehört, Yoshi, ja, da sehen wir es. Olimar gegen Yoshi. Also Jarrell auf Olimar und Dominik auf Yoshi. Ja. Also Yoshi sieht man ja öfters, aber Olimar wirklich sehr selten. Ja. Yoshi ist wirklich ein beliebter Charakter. Also ich hätte es vor Smash Bros. Gar nicht gedacht, wie viele Leute wirklich Yoshi-Fans sind. Ja. Hier sieht man ein bisschen die Probleme. Olimar kann halt seine Pikmins werfen und macht dadurch allein schon vielen Schaden. Ja, weil die halt kontinuierlich Schaden geben, die Pikmin einfach. Genau, genau. Im Prinzip das große Plus von Olimar ist einfach, dass er den Gegner mit den Pikmin eindecken muss. Ja. Er versucht, man hat es eben gerade auch schon ganz gut gesehen, er versucht es auch. Aber dazu braucht er natürlich immer Distanz. Jetzt macht ihr hier noch eine schöne Kombination. Während der Pick mit reinklebt, also extra Schaden, wie du gerade schon gesagt hast. Ja, von den Prozenten noch relativ eindeutig, aber auch hier wieder die Option für Meteor natürlich. Gerade bei Olimars Rettungsattacke, die ziemlich, wie soll ich sagen, von der Flugbahn sehr berechenbar ist. Ja, wenn man das weiß, dann kann man sich darauf einstellen. Aber ich denke mal, dadurch, dass nicht so viele Leute mit Olimar spielen, ist man das vielleicht auch gar nicht gewohnt. Also es ist, glaube ich, schwer, das zu trainieren. Ja, das weil das einfach nicht oft auftaucht. Ja. Müssen wir jetzt sehen, wie er sich innerhalb von 3 Matches das vielleicht schon aneignen kann. Prozentual, ich muss es nicht sagen, man sieht hier einen großen Unterschied. Ja. Oh, sehr schön gemacht. Ich glaube fast, Jarrell hat gleich den ersten. Okay, das war ein bisschen der Versuch mit der Down-Air da, aber... ihn nachzusetzen, während er in der Luft ist. Oh, jetzt der Abfall, ja. Das war der erste Stop hier für Jarrell. Das war der erste Stop. Jetzt, die Up-Air hat nicht richtig getroffen, um Meteor draus zu werden. Ja. Können wir aber vielleicht nochmal sehen. Er hat einen Shieldbreak, was macht er? Er lädt den Power-Smash auf.
Sehr schön, direkt genutzt das Ding. Der Schild ist gebrochen und Jarell könnte nichts dagegen machen. Ja, jetzt sind wir wunderbar komplett ausgeglichen. Beide noch ein Stock, bei den Prozenten fast gleich. Ja, genau, jetzt hat der riesen Vorteil von eben gar nichts mehr zu bekommen. Auch wenn er sich den wieder langsam aufbauen will hier. Ja, man sieht aber schön, die Pinguin kleben an ihm dran. Ja. Ah, vorbeigeworfen gerade. Yoshi hat hier wirklich Probleme, an Olimar ranzukommen, der ja auch ziemlich klein ist und den Pinguins gut beschützt wird. Genau, da die Flugbahn von Yoshis Ei halt mit Kurve fliegt, ist es natürlich einfacher, damit große Charaktere zu treffen. Da Olimar sehr klein ist, muss er da wirklich ganz genau zielen. Ja. Und dann hat er immer wieder noch. Oh. Ich habe schon fast gar nicht gesehen, wie viel Prozent er schon wieder hat. Also, das wird jetzt schon wieder lebensgefährlich, die also, nächsten Eingriffe. Jarell macht jetzt echt Druck. Ja, da kommt er nochmal gut mit dem Ei auf die Stage zurück. Aber das reicht. Ja, wow. Sehr, sehr dominant hier der Auftritt vom Briten mit dem Pikmin-Spam mehr oder weniger. Also, ja, und natürlich Deutschland, England, bekannte E-Sports-Disziplinen, aber natürlich auch bekannte Sportbegegnungen. Dass beide, also Dominik hat Deutschland-T-Shirt an und Jarell hat das UK-T-Shirt an. Das ist, passt natürlich, als hätten sie es geahnt. Ja. Ich meine, Jarell hat es geahnt, wahrscheinlich gegen Deutschen zu spielen, aber... Die Chancen standen ganz gut für ihn. Ja, das denke ich auch. Das stimmt. So, jetzt wird Stage und... Okay, wir spielen Omega allerdings. Genau, Stage gewechselt und los geht's. Hintergrundmusik als psychologischen Boost. Wir werden es sehen. Ja, aber sie hätten ja auch die Stage spielen können, wo sie wieder Plattformen abhätten. Haben sie aber dagegen entschieden. Sie haben sich dagegen entschieden. Haben aber auch nicht das normale Final Destination genommen. Nee, stimmt. Aber eigentlich wäre ja vielleicht sogar die Stage mit den fliegenden Plattformen gut gewesen. Gerade für den Yoshi mit seinen Eiern. Weil wenn er oben steht, ist die Flugbahn genauso, dass er die Person auf den Nein, was hat er gemacht? Nein! Dominik! Das sind, glaube ich, die Nerven. Das sind einfach die Nerven in dem Moment. Oh. Er wollte natürlich an der Kante sich festhalten. Ja. Aber das hat nicht funktioniert. Da hat er sich verschätzt. Minimal. Aber das ist ihm jetzt echt teuer zu stehen gekommen. Also, wenn er da jetzt noch was reißen will. Wobei, er muss sich jetzt gut zurückkämpfen. Da geht's. Also, da sieht man schon, dass er kann. Er ist schon wieder 111. Also, bisher sieht es gar nicht so schlecht für ihn aus. Er macht ein bisschen, für meinen Geschmack, ein bisschen zu oft den Spezialmove nach unten. Ja. Also diese Bombe. Das war ein bisschen zu oft, genau, schon wieder. Ja. Und da wird er auch dafür bestraft. Ja. Ich glaube, bei ihm ist jetzt ein bisschen die Luft raus. Oh! Oh! Er hat ihn quasi nur mit seiner Hacke gestriffen! Also vorher habe ich das auch noch nicht gesehen. Jetzt natürlich die Chance, nochmal mit einem Meteor oder nochmal mit so einer Aktion den Sieg zu holen, 135%. Er darf sich aber eigentlich keine Treffer mehr erlauben. Er darf sich jetzt... Er versucht es jetzt auch. Er will auch. Er will. Er versucht es hart. Ja, nein. Nein. Das war's. Und damit also das klare 2-0 für den Briten. Sehr, sehr dominanter Auftritt hier von ihm gerade eben. Also vielleicht waren es wirklich die Nerven. Wir müssen nachher mal mit Dominik sprechen, was da los war. Aber er hat im Vorfeld schon gesagt, er ist so, so angespannt. Ja. Also da ist die Konzentration natürlich auch so ein bisschen am Leiden. Und dann muss man ihm das verzeihen. Vielleicht spielen die Jungs einfach nachher noch mal eine Runde gegeneinander, wenn es um nichts mehr geht. Genau. Und dann sieht das vielleicht anders aus. Wir updaten den Turnierbaum damit. Nochmal einen großen Applaus für Jarell. Unseren Kandidaten mit der Nummer 4. Und damit eigentlich, ich sag's mal so, wie es ist, das Traum-Matchup. Ja? Ja. Longo gegen Jarell. Spannender kann es wahrscheinlich kaum werden. Und wir gehen natürlich auch sofort wieder in die Preparation-Phase. So, ihr beiden, ihr kennt jetzt die Kontrahenten. Longo kanntet ihr natürlich vorher schon. Jarell, habt ihr gesagt, ihr kanntet ihn nicht unbedingt, aber man hat schon mal irgendwie was gehört, dass er ganz gut kompetitiv dabei ist. Wie ist so eure Einschätzung jetzt nach den Matches, die ihr gesehen habt? Ich sag tatsächlich, Longo macht es. Weil ich glaube, er hat einfach, also je nachdem, für was er sich entscheidet, für Rob oder für Cloud, wissen wir jetzt noch nicht. Aber Olimar lebt sehr davon, dass er wirklich auf Distanz gehen muss. Und er kann eigentlich mit Rob sowohl mit seinem Kreisel als auch mit seinem Laser da entgegenwirken. Und mit Cloud hat er auch den Neutral B eigentlich, um auch auf Distanz zu gehen. Also ich glaube eigentlich, Longo macht es. Ja. Ich bin auch wirklich sehr gespannt, was wir jetzt sehen. Ob wir jetzt von Anfang an den Rob sehen. Ich denke auch, dass er da gute Chancen hat, auch gerade
Also Onima, wenn er außerhalb der Stage ist und sich retten muss, da auch ein Meteor zu verpassen. Rob hat ja auch ein Meteor, wie so ziemlich fast jeder. Pikachu hat leider keinen. Ich bin aber gespannt, ob Jarell auch noch ein Ass im Ärmel hat. Wir haben jetzt natürlich nur Onima gesehen. Hat ja funktioniert. Vielleicht hat er jetzt auch noch, Cloud hat eigentlich jeder so in der Tasche. Ja, vielleicht hat er auch noch ein Ass im Ärmel. Genau, da bin ich sehr gespannt drauf. Ja. Also, mega spannendes Matchup so oder so. Wir hoffen vielleicht so ein bisschen drauf, dass wir vielleicht auch von Jarell noch mal einen anderen Charakter zu sehen bekommen. Das wäre ganz schön. Für Longo natürlich dann auch, ja, schwierig, sich schnell wieder umstellen zu müssen. Er hat ihn jetzt natürlich auch beim Olimar-Match gegen Yoshi beobachtet, konnte so ein bisschen sehen, wie er spielt und sich vielleicht gedanklich schon mal darauf einstellen. Meinst du, er startet wieder mit Cloud oder Rob? Ich glaube, er startet direkt mit Rob. Ich bin mir eigentlich relativ sicher, weil also in der Situation, gerade wegen den Distanzangriffen, ist, glaube ich, Rob einfach die bessere Wahl. Aber er kann natürlich sein, dass sich das wieder offen hält, wie beim ersten Match, dass er sagt, okay, ich teste ihn erstmal mit Cloud aus und dann nehme ich vielleicht wirklich Rob. Ja, das kann auch sein, dass, also ich würde dir eigentlich zustimmen, dass er mit Rob startet. Es kann halt wirklich sein, dass er Cloud nimmt und damit auch wieder Jarell sich an den Spielstil mit Cloud ein bisschen gewöhnt, der dann mit Rob anders wird. Und dass er dann nochmal die Überraschung wieder mit Rob hat und Jarell muss sich eben an zwei Charaktere dann anpassen. Und vielleicht, ja, wir wissen nicht, ob eben noch was anderes als Onima kommt. Oh, ich sag, er kommt mit Cloud raus. Ich bin auch mal sehr gespannt, denn häufig ist es ja so, dass man im Grand Final ein Best of Five spielt. Das werden wir natürlich jetzt hier nicht sehen. Dann hat man so ein bisschen mehr Zeit, sich zu beschnuppern. Ne? Ja, ja. Also gerade so die anfänglichen Fehler, die werden dann eher verziehen, wenn man sagt, okay, vielleicht auf lange Sicht, ja, erstmal wieder durchatmen, bisschen runterkommen, nochmal irgendwie Taktiken im Kopf durchgehen und dann wird das schon irgendwie funktionieren. Also von daher beim Best of Three mal gucken. Pass auf, wir holen uns noch prominente Unterstützung hier auf die Bühne, denn der war gerade eben auch schon auf der Bühne bzw. in der Stage zu sehen. Bitte begrüßt Mario! Mario, mein Guter, hallo! Mario, pass auf, wir machen das mal so, wir gehen dahin, wo du dich am meisten wohlfühlst, drüben an der grünen Röhre, dann kannst du vielleicht schon mal die Preise ein bisschen bewachen. Ich nehme dich an die Hand, komm. Dein Nuta kommt auch mit rüber. Genau. Und vielleicht auch mal ein bisschen spinksen natürlich, was unsere Kandidaten da so machen gleich. Ob dir das zusagt oder nicht. Stühlchen kriegst du auch noch. Ja. Ist ja mittlerweile auch schon ein paar Jährchen alt, der Gute, ne? Also, schön, dass du da bist, mein lieber Mario. Du hast hinten wahrscheinlich auch schon die Matches verfolgt. Und da vorne wird sich gerade noch ein bisschen umarmt. Ja, das kann man durchaus verstehen. So ist das manchmal, wenn man einen wunderbaren Videospielcharakter zum ersten Mal im echten Leben trifft. Ja, ja, Mario ist halt beliebt. So ist das. Dank Pokémon Go trifft man natürlich dauernd Pokémon. Jetzt halt eben auch mal andere Nintendo-Charaktere. Und die meistens halt eben zur Gamescom-Zeit. So. Wir haben es gerade gehört, die Preparation-Phase ist vorbei und das bedeutet natürlich für uns, wir springen rein ins Finale. Macht nochmal Krach für die beiden, Longo und Jarell. Und ihr habt recht gehabt, er geht rein mit Rob und Olimar. Okay. Wir sind auch direkt Battlefield, also kein Start auf Final Destination. Also du hast recht gehabt, er nimmt sich den Charakter, mit dem er dann noch vielleicht insgesamt vertrauter ist, weil er ihn doch schon länger auch gespielt hat. Ja. Mal sehen, ob er vielleicht später noch wechselt. Jetzt auf jeden Fall ein guter Start. Also. Er ist auf jeden Fall wieder sehr gut dabei, das sieht man auf jeden Fall. Ich bin gespannt, wie Jarell versuchen wird, den Pikmin auf ihn drauf zu kriegen. Oh, einer sitzt. Ja, auch hier nicht. Der Unzweig war jetzt nicht die beste Option, den Pikmin abzuschleudern. Da wurde er direkt gegriffen. Nicht zwingen. Er hätte ja auch ein paar andere Sachen machen können. Aber gut, er war vielleicht auch einfach aufgeregt. Er hat sich deswegen für diese gerade. Ja, jetzt schön mit dem Kreisel nach unten. Wollte er noch hinterher, aber dann war er bis Onima doch zu weit weggeflogen. Und man sieht es jetzt, er versucht auf Distanz zu kommen, um seine Pikmin zu werfen. Er schafft es aber nicht, weil er direkt mit dem Kreisel und dem Laser immer nachlässt. Sofort. Er hat auch wieder versucht mit dem Kreisel an der Kante gerade. Ja. Hat daraus aber keine. Jetzt der Auto ab. Jarell weiß, was er zu tun hat. Hat er sich noch sehr gut gerettet gerade. Statt einfach nur auszuweichen, jetzt kommt hier Kombi wieder. Ah! Die Plattform hat ausgereicht. Ja. Ja.
Sehr schön gemacht. Da freut sich Mario. Ja, viele Leute, die halt aus diesem Wurf rauskommen, die versuchen dann direkt auszuweichen in der Luft, ne? Also Schild zu drücken, und werden dann noch von der Up-Air getroffen. Genau. Der Ball ist einfach nur gesprungen, das war die bessere Option in dem Fall. Ja. Jetzt werden wir mal sehen, ist halt trotzdem nach dem zweiten Wurf gestorben, die Möglichkeit jetzt hier für Longo. Er hat jetzt Longo schon bei 101%, also er kann daraus noch alles drehen eigentlich. Auf jeden Fall, jetzt wieder der Up-Air. Ja, er springt wieder weg. Ja, er weiß, was er tut, auf jeden Fall. Jetzt treffen sich das immer der Kreise und die liegen immer in der Luft. Ja, sehr schön. Da kommt er einfach angerannt und macht den Smash mit dem Pikmin. Batsch, weg damit. Ja, wunderbar. Okay, 76% stehen da. Muss nichts heißen. Nee, nicht aussichtslos, aber schwierig. Er hat den Kreisel genommen. Auch eine interessante Sache, viele Leute versuchen das immer, meistens geht es irgendwie daneben. Ja. Da hat er es erwischt, da hat er erwischt. Stark. Okay, das war schneller, als ich es jetzt gedacht habe. Ja, ich dachte, das auch. Also, okay, krass. Er hat es gerade eben noch gesagt, muss natürlich nichts heißen und wir haben es vorhin auch noch gesehen im Matchup zwischen Thomas und natürlich Longo. Aber in dem Fall, starkes Spiel. Sehr starkes Spiel. Das erste Match geht wieder an Longo. Und jetzt? Frage. Genau. Mal sehen. Also, ich denke mal, er wird bei seinem Charakter bleiben. Ich weiß nicht, ob Jarrell wechseln möchte. Ja. Aber es sieht gerade nicht so aus. Also, von Long sehe ich jetzt auch keinen Wechsel, weil nach dem Sieg braucht man das Set. Ja. Es sei denn, es kommt eine Stage. Also, zuerst wird ja ausgesucht, auf welcher Stage gespielt wird. Oh. Es kommt Mega Man. Oh, Mega Man. Oh, okay, nein. Noch nicht? Ah, er wechselt. Ah, wieso tut er das? Er wechselt den Skin. Okay. Er spielt lieber mit Alf als mit Oliver. Ich habe mich schon auf Mega Man gefreut, aber das sehen wir jetzt auch. Okay. Den Super Fighting Robot habe ich auch gern gesehen. Den sehen wir nämlich auch nicht so oft tatsächlich. Ja, erstaunlicherweise jetzt Kamemushi, der Japaner mit Mega Man, extrem erfolgreich, auch in den USA, zweiten Platz geholt auf Evo. Gegen Ally, gegen den Kanadier. Das war irgendwie so ein. Also viele sagen, Mega Man ist gut, man hat den noch nie auf Turnieren gesehen. Jetzt mit dem Japaner Kamemushi hat man das erste Mal auf einem richtig großen Turnier gesehen. Genau. So, ich bin jetzt mal gespannt, ob ihm der Skinwechsel irgendwas bringt. Selbst wenn es nur ein psychologischer Vorteil für ihn ist. Aber Longo setzt schon wieder direkt dieselbe Taktik ein wie beim ersten Mal. Ja, natürlich erfolgreich gewesen. Der setzt hinterher nach in der Luft dreimal. Er hält ihn in der Luft. So, da hat er nichts rausmachen können, denn da hat er nicht mehr getroffen. Sind jetzt beide ein bisschen vorsichtiger, kann das sein? Ja, wobei es geht hin und her im Moment. Ne? Also im Moment ist es doch sehr ausgeglichen. Jetzt ist er nicht gesprungen. Oh nein! Oder hat er nicht, das hat er eben so gut gemacht. Es ist genau das, was du vorhin gesagt hast. Wenn er dann versucht, den auszuweichen und nicht zu springen, das ist der Fehler. Er hat es eben so gut gemacht. Jetzt hast du gesehen, bei wie wenig Prozent eigentlich. Ja, das hätte nicht sein müssen. Also der Skinwechsel noch nicht ausgezahlt bisher. Jetzt die Möglichkeit? Nein. Er lässt ihn einfach auf der Plattform landen. Er hat ihm seinen Kreisel gemobst. Ja. Das ist natürlich sehr gut, weil solange der Kreisel da irgendwo liegt, kann Longo den neuen Kreisel halt nicht holen. Genau. Da wird es eingeschränkt in seinen Optionen. Ja, weil das macht er ja bis zum Häufchen. Deswegen ist es eigentlich eine sehr gute Vorgehensweise, den Kreisel nicht zu holen. Der ist jetzt bei 106. Es wäre jetzt mal Zeit, dass er rausfliegt. Ja, da hat aber auch Longo ein bisschen gewartet, ob der Sprung kommt oder nicht. Ja. Aber kam trotzdem nicht mehr ran. Jetzt wieder der Kreisel an der Ecke. Das ist gefährlich. Ja. Oh. Auch hier habe ich jetzt. Oh, das ist jetzt schwer. Ja, oh nein! Ah! Unfassbar. Da ist er einfach hinterher mit dem Upsmash. Ja. Und bam, hat ihn erwischt. Krass. Ja. Shake Hands, wir haben es hier gesehen, unten wurde es gerade noch angezeigt. Also, Jarrell stark gespielt, muss man sagen, den Einzug ins Finale natürlich mehr als verdient, aber letztlich dann Longo auf Rob eiskalt gemacht an der Stelle. Sicherlich, wie ihr es schon gesagt habt, die richtige Taktik verfolgt, vorher gesehen, dass er mit Olimar halt viel, viel mit dem Pikmin immer machen konnte und dank Longo halt dann eben mit Rob schön aus der Ferne gegen ansteuern konnte. Jungs, und damit meine ich natürlich unsere Finalteilnehmer und Siggi, seid so lieb und kommt rüber zu uns auf die Bühne.
sehr, sehr schöne Matches, die wir gesehen haben. Jetzt wollen wir euch hier vorne natürlich auch noch ein bisschen feiern und natürlich den guten Jarrell mal fragen, woran es jetzt letztendlich gelegen hat und ihm natürlich auch mitteilen, dass wir UK auf keinen Fall außer Acht lassen. Genau. Also, obwohl er verloren hat, er hat halt wirklich mit Olimar gespielt, ein Charakter, den man nicht oft sieht, und er hat ihn wirklich sehr gut gespielt, das muss man sagen. Ja. Er hat sich ja auch gegen viele Teilnehmer einfach durchgesetzt, um überhaupt ins Finale zu kommen. Ja. Und jetzt nur, wenn man gegen im Long verliert, heißt das nicht, dass man ein schlechter Spieler ist, weil Long einfach auch Long so einfach stark extrem ist. Imber ist. Genau, und hier sind sie, unsere Spieler. Großen Applaus bitte für unsere Kandidaten. Ich glaube, sie sind hier. Ja, angeführt vom Turnierchef Siggi, der sicherlich zufrieden ist. Jarrell, Dominik, Thomas. Und natürlich, wo ist unser Gewinner? Wo ist Longo? Was ist los mit dem? Wo ist er? Longo, was war da los, mein Lieber? Asia Skills im Spiel, aber Wegfindungsprobleme bei uns hinter der Bühne. Mein Guter, sehr, sehr gut gemacht. Erstmal Glückwunsch, ich komme gleich zu dir. Trotzdem Glückwunsch, gut gekämpft. You played very well, man. Congratulations. Und hier ist er, unser Zweitplatzierter, Jarrell. Genau. Und du kriegst natürlich noch einen Preis. That's your prize for now. Second place in the Smash Brothers Tournament on Gamescom 2016. Und wir haben natürlich unseren Erstplatzierten. So sieht er aus und so heißt er, Longo. Einmal mehr unter Beweis gestellt, was die Asia Skills zu bieten haben und sich eiskalt durchgesetzt. Sehr, sehr schön. Longo, du kriegst natürlich auch noch eine Amiibo-Sammlung obendrauf. Unser Erstplatzierter kriegt noch ein bisschen mehr. Wir gucken gleich natürlich, was alles Schönes dabei ist. Silebu, du bist zufrieden mit dem Turnierverlauf? Ja, absolut. Also natürlich muss man sagen, wir haben ein bisschen was erwartet schon, aber es waren spannende Matches. Spannendes Finale. Ich bin froh, dass wir nochmal den Wechsel auch auf Rob überhaupt gesehen haben, auch schon im ersten Match. Er hat wieder mit Rob gewonnen, wunderbar. Also sehr gut. Also, und ich glaube, Siggi ist auch zufrieden und der gute Dorian ist auch zufrieden. Mario hat gerade eben auch schon geklatscht und Dominik und Thomas, für euch hat es nicht ganz geklappt, aber vielleicht ja beim nächsten Mal, vielleicht gleich auch hinter der Bühne, noch ein kleines Rematch. Vielen lieben Dank fürs Mitmachen. Wir sehen uns dann um 17 Uhr wieder zur Hausparty. Tschüss!